Hey ihr, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich ein Mini-Haul für euch, also wirklich nichts Großes. Ich war bei der Neueröffnung von DM bei uns, da gab es 10%. Und ja, ich habe jetzt mal ein paar Neuheiten mitgenommen, es ist nicht viel. Ich habe noch was aus dem Rewe dabei und aus dem Lidl, zwei kleine Sachen. Und ich dachte mir, ihr habt aber mal wieder dann endlich mal wieder ein Haul, weil ich habe ja schon lange keinen mehr hochgeladen. Weil meistens sind es nur so wenig Sachen, die ich kaufe, dass es sich einfach nicht lohnt. Und einen Monat lang sammeln will ich dann auch nicht. Also deswegen, ja, ich fange mal an. Ich habe meinen Deo-Vorrat aufgefüllt, weil ich habe fast keine Deos mehr. Und es gab bei DM jetzt so viele, die mich interessiert haben. Zu einem habe ich für den Sommer mitgenommen, das Melone-Deo für nächsten Sommer dann. Ich liebe einfach Melonenduft, was soll man dazu sagen? Das ist auch nicht teuer gewesen. Ich glaube 85 Cent hat das gekostet und von dem her durfte das mitziehen. Auch keine Aluminiumsalze. Dann habe ich das, wovon jetzt jeder schwärmt, mitgenommen. Das Balea Golden Moon, weil das eben riechen soll wie das Alien Parfüm. Manche hassen es, manche lieben es. Ich gehöre zu denen, die es lieben. Und deswegen habe ich es mir gleich zweimal mitgenommen, weil es steht zwar nichts von Limited Edition drauf, soweit ich gelesen habe. Aber wer weiß, ich glaube, das geht wieder raus. Und es riecht einfach nur herrlich. Und das habe ich mir mitgenommen. Zweimal eben. Und das kostet 95 Cent. Also 10 Cent mehr als das normale. Und dann habe ich nochmal eins für 85 Cent mitgenommen. Das hat nämlich mir auch sehr vom Design gefallen. Und von der Duftkombi Brombeer-Orchidee klang auch super. Also ich finde das Design unschlagbar, wenn es scharf stellt. Jetzt auch 0% Aluminiumsalze. Für die Arbeit dann sind dann so Arbeitsdeos. Perfekt. Und passend zu dem Deo habe ich mir auch die Seife mitgenommen. Ich denke mal, dazu wird es dann auch noch ein Duschgel geben. Und wenn das Duschgel draußen ist, schätze ich, werde ich es mir auch mitnehmen. 500 ml die Seife. Und die hat auch nicht so viel gekostet, glaube ich. Balea-Seifen kosten ja auch nicht viel. Ich kann ja mal schnell gucken. 55 Cent, genau. So, dann habe ich mir ein paar neue Badezusätze mitgenommen, die jetzt neu draußen sind. Einmal von Dresden Essenz für 95 Cent. Winterwärme, Aroma-Schaumbad mit warmen, fruchtigen Duft. Sieht so aus. Das kannte ich noch nicht und da ist ein Apfel drauf gebildet und Zimt. Also ich schätze mal, das ist so Apfelzimt mit flüssig eben. Macht dann Schaum. Man kann aber nicht riechen. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich riecht so wie mein Winterapfel, weil den gab es ja, glaube ich, letztes Jahr nicht mehr, oder? Ich hoffe, Winterapfel gibt es wieder. Dann das neue von Balea. Sprudelndes Badepuder Blumy Obsession mit Vanille und Weißblütenduft. Da ist das Packaging auch wieder mega. Mein, wer lässt sich sowas einfallen? Und das kostet auch nur 55 Cent und es riecht ganz gut. Habe ich mir aber nur einmal mitgenommen. Ist aber auch limitiert, glaube ich, oder? Ja, zumindest für den Winter. Dann ein neues von Bilou. Das Badesalz, was nach Erdbeer riecht. Das andere roch ja nach Zimt, glaube ich. Das wollte ich dann nicht, weil ich bin kein so Zimt-Fan. Die kosten 1,25. Und dann die neuen von Trackemoon auch für 1,25 gesichtet. Und ich finde das Design so süß und das musste einfach mit. Einmal das Miracle Essence und einmal das Berry Way of Life mit Sternstaub. Also das ist hier mit Vanille und Patchouli. Und das ist mit Cranberry. Die riechen beide super. Das ist halt mehr dunkel und das ist fruchtig. Genau. So, und dann habe ich mich mal an was getraut. Ich habe mir zwei Haarfarben mitgenommen. Ich möchte mal eine Haarveränderung haben. Und ich möchte mal so ein bisschen rot ausprobieren, aber ich habe unten habe ich noch, ich hatte im Sommer auf dem Festival blaue Spitzen und die haben sich jetzt halt grün rausgewaschen und dann müsste ich erstmal ordentlich drüber färben. Also ich habe noch eine braun zu Hause, da würde ich mit braun wahrscheinlich drüber färben. Und dann habe ich mir mal zwei Farben mitgenommen. Einmal eine nicht so krasse für den Anfang zum Ausprobieren. So ein Kupfer, warmes Kupfer von Sayus, Aurelio und Tense. Ohne Ammoniak ist das eben. Das ist so ein schönes Kupfer, also wirklich. Und das funktioniert auch bei hellbraunen Haar. Das ist halt für den Anfang nicht so krass, weil ich würde halt schon mal gern rot ausprobieren.
Und für Rot habe ich mich hier von Riel, von der DM Eigenmarke, für diese wilde Beere entschieden. Weil es halt nicht knallrot ist, sondern so ein bisschen lila mit drin und hier oben auch einen Braunstich mit drin hat, finde ich. Also das funktioniert dann auch bei mittelbraun im Haar. Da traue ich mich dann aber irgendwann anders ran, wenn ich gesehen habe, wie das Kupfer erstmal aussieht vielleicht. Ja, dann habe ich von DM noch ein Duftspray, weil meins leer gegangen ist, ganz klassisch. Das fand ich super vom Duft, deswegen habe ich mir das jetzt wieder nachgekauft, die Südsee-Fantasie. Sorry, dass das Bild jetzt anders ist, aber mein iPad meint zu spinnen und zu meinen, das hat keinen Speicher mehr. Ich habe 6 Minuten aufgenommen und das ist voll, also irgendwas stimmt da nicht, das muss ich mir mal anschauen. Ja, was ich sagen wollte, bei DM gab es dann noch den Eröffnungskupon, dass man ein Bio-Saft zu Mango irgendwas Saft gratis bekommen hat. Der steht bei mir aber schon im Kühlschrank. Dann habe ich noch Katzenfutter mitgenommen für meine Katze und Katzenstreu, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Und dann war ich noch kurz im Lidl und im Rewe. Im Lidl habe ich diese süße Tuchmaske entdeckt von Sien mit einem Panda-Bären drauf mit Hyaluronsäure und Kirschblütenextrakt. Gab es auch noch mit dem Tiger, aber es war mit Matcha und noch irgendwas und Matcha bin ich jetzt nicht so der Fan. Da bin ich mal gespannt drauf, wie die so sein wird. Und beim Rewe war ich total überrascht, denn da gab es auf Manhattan 50% Ausverkaufsrabatt. Wahrscheinlich geht es raus. Und ich habe mir 3 Sachen mitgenommen. Einmal eine Manhattan Stay Satin Liquid Lip Color in der Farbe 145 Brow. Das war, ich habe ein bisschen durchgeguckt, das war die in der Mitte, die was jetzt schon fast weg ist, weil es war nicht der Matte zum Antrocknen, aber die waren mir dann doch irgendwie doch zu krass, wobei der jetzt ganz schön gewesen wäre, aber den gab es dann nicht mehr. Der war falsch einsortiert. Dann habe ich mir noch eine Mascara ausgesucht. Ich meine, wenn die schon alle um die Hälfte reduziert werden. Ne? Manhattan Supreme Lash Wonderfully Real Mascara mit Nylon Fiber. Ich hatte noch nie so eine Mascara mit Fibers drin, deswegen wollte ich die mal ausprobieren. Und ich hatte eben schon die in Schwarz mit Rosa, die so färben soll. Die fand ich nämlich nicht schlecht und jetzt habe ich die genommen. Und zu guter Letzt noch ein Make-up. Und zwar das 3-in-1 Easy Match Make-up von Manhattan. Lichtschutzfaktor 20. In der Farbe Soft Porcelain. Das eben auch noch. Also die Sachen haben dann ungefähr noch 3,53 Euro noch gekostet. Also dafür geht es voll in Ordnung. Und ich benutze auch ein Make-up von Manhattan, also auch von Manhattan, aber das schwarze, das Endless Perfection, das benutze ich gerade. Und das gab es, glaube ich, auch noch, aber da habe ich Light Porcelain geswatcht und es war irgendwie mir viel zu hell, komischerweise, aber das hier passt. Das kommt mit einem Pumpspender. Ist mir vorhin runtergefallen, deswegen sieht es so aus. Und das, was ich, das schwarze, was es noch gab, das finde ich fast cooler, weil das hat so ein dicken Applikator hier. Seht ihr das? Also zum Auftragen, das fand ich noch cooler. Vielleicht, wenn ich noch mal in Rewe komme, nehme ich es mir noch mal mit. Also das ist mein Make-up, was ich benutze. Ja, das war's. Mini-Haul. Wie gesagt, ich gucke mir mal mein iPad an, was da rumspinnt. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem nicht gestört. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!